Willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht Origin sage. Batman, ich bin hier drüben. Jetzt halt den Rand. Ich bin immer noch dran. Mein Gott. Ja, wir sind in Teil 2. Hier im Irrenhaus. Schnell, von Arkham. Ich will noch mehr von Ihnen. Haben jetzt hier gerade den Joker hinterdüsen sehen. Hatten hier so einen komischen, hässlich verformten Kerl. Batman, ich bin hier drüben. Aussieht. Okay, so, wer bist du? Wache. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Okay. Hier stimmt was nicht. Ja, hier stimmt was nicht, trifft's wohl ganz gut. Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata. Tata. Oh, das hab ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. What the? Ist Gordon auf dem Weg zu Harley? Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Du Pisser. Das Transportsystem ist gestört. Okay, das Beste, gut. Was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen. Jo, mach auf. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Mach auf jetzt! Ach, jetzt wird erstmal erklärt, ja, wie das funktioniert mit der Karte. Alles klar, wunderbar. Danke Batman, fürs Öffnen. Was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat einen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Wie? Die weiß auch, wer Batman ist? Okay. Interessant. Okay, gut zu wissen. So, also, auf zurück zu den Arrestzellen. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also, wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen. Okay. Na schön. Gut zu wissen, dass das hier alles ein bisschen hinterhältig läuft. Oh, was ist denn hier? Einfach so ein Zimmerchen auf. Hier muss irgendwo was sein, ne? Gucken wir mal. Ah, scheint nicht so zu sein. Was haben wir hier? Iceberg Lounge. Ach. Gucke mal hier noch Top-Pinguin. Top-Pinguin. So, zwei Unbewaffnete. Jawohl. Können wir die ausknocken, ganz unauffällig? Bist du nicht mehr so groß und so schlau, oder? Oder? Doppel ausschalten. Hier, hier! Da! Und weg. Sehr schön. Da gab's auf die 12, Kollege. So, hier oben müssen wir hin. Arrestzellen. Genau, schön aufmachen. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Okay. Das ist natürlich auch geil. Übelst cool. Na, das ist ja cool gemacht.
Alkoholspuren in der Luft. Alles eine Zwischensequenz, oder was? Joker frei. Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Ist aber auch nicht mehr ganz furchtbar, hä? Oh, da hat's den Anzug schon angeschreddert. Was ist passiert? Wie fandest du das, Batman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist da unten gefangen, bis ich und Mr. J Zeit haben. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, Tussi, dich krieg ich auch noch, du, das sag ich dir. Wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Oh, was haben wir denn hier? Harleen Quinzel, nenn mich Harley, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Okay, also es gibt auch wieder Tonbänder. Interessant, interessant, interessant. So, was haben wir hier? Eine Steuerung. Okay, da komme ich ja im Moment nicht ran. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal einen Weg suchen, um hier nach oben zu kommen. Frage ist nur wo. Und zwar da. Guck mal einer, schau. So. Alle, hopp. Sehr schön. Da hängt er sich dran. Hey, Bates! Hey, Joker! Ich hab hier was, was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Wachen vorbeikommen? Hören wir mal zu. Hey Frank, wo warst du? Jetzt kommen noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anschaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell. Verdammt, komm schon, sicher den Haupteingang. Oh nee, hä? Wie viele sind es, Bolts? Sag mal, woher zum Teufel weißt du was? Bolts! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Ah, oh, super. Frank, was zum Teufel? Quinn, ist es sicher? Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Natürlich. Hast du das gehört, Bert? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Alter Schwede, ey. So ein Sack. Bisschen was von Loyalität hat er wohl noch nie gehört. Warnung. Alle Patienten sollen sich ruhig verhalten und die Hände über dem Kopf verschränken. Bei Nichtbeachtung ergreifen wir Maßnahmen, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Chroniken von Arkham gefunden. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Oh. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Na herrlich. Na herrlich.
Was mich ja mal interessiert, ob man irgendwie für diese Riddler-Trophäen irgendwas bekommt. Scheint nicht so zu sein, oder? Habe ich schon wieder ein Level? Nö, noch nicht. Okay, also wir werden auf jeden Fall erstmal hier die HP freischalten, ne? Das ist die Wiese Nummer 1. Oh, was haben wir denn hier? Hallo Jungs! Na, dem haben wir es gezeigt! Sie haben keine Chance. Ah, hier haben wir eine nächste Spur. Dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht. Nicht mehr. Ja, geschieht ihm recht. Machst du wirklich, was du gesagt hast? Es ist die Federbaum! Geht's ihm gut? Jo, ihr seht, das Kampfsystem läuft immer noch wie, Batman, wie los? Bei Arkham Origin. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Hä? Was? Hat's geklappt, fragt sie. Oh Mann. Ah, hier, guck mal. Bist du stark weg. Hat's geklappt? Hä? Ja. Ich glaube, sonst hätten die nicht miteinander sprechen können, aber gut. Hat's geklappt. Gott, Mädel. So, weiter gucken. Bitte. Mein Kind. Sie müssen das. Richtig, ich muss es nicht. Ich bin es aber. Oh, Scheiße, die sind auch noch bewaffnet. Okay, der Wort sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot. Verstanden? Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ja. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Schön. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Ich muss schlau sein? Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt eine dämliche Fresse hier rein und hier... Ja, er ist schon so gut wie tot. Na? Schön. Ey, das ist ja auch geil hier. Check nix. Das ist genau so eine schlaue KI wie im Arkham Origin auf jeden Fall. Genau so eine schlaue KI. So. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Spur. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Hallo! Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Joker TV. Typ. Kranker Sack. So. HP verbessert. Also kann man erstmal hier komplett alles freischalten. Veterankraft. Zwillingsbattle. Ach, hier hinten kann ich die Gadgets. Nicht verfügbar. Oder okay. So, was haben wir hier noch? Umgekehrtes Ausschalten. Boah, das brauche ich auf jeden Fall. Oder habe ich das schon? Ich weiß es nicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Ne, umgekehrtes Ausschalten von so einer. Oh, warte mal. Okay. Kann ich das hier ausschalten jetzt oder irgendwie deaktivieren? Achso, ne, hier ist ein Gitter. Jawoll. Das ist schon geil, wie er die Gitter immer aus der Wand reißt. Ich finde das immer sehr. Hier ist Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Achtung, wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot. Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Stopp ihn, bevor er jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Okay. Sie fragen, kann ich den hier... Wer auch immer Batman tötet, gewinnt den großen Preis. Eine Nacht mit Harley. Ich sag's dir vielleicht sogar.
Ach, egal, warum so kompliziert. Das wird eine nette Überraschung. Okay, noch einer, der bewaffnet ist. Gucken wir mal. Okay. Problem ist... Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Hi! Gibt's erstmal eine Fortdates. Ausgeschaltet. So, hier muss ja irgendwo noch was sein, hä? Wir werden ja nicht so einen großen Raum hier einfach machen. Dad, ich hab noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Oh nee, oder? Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Er könnte überall sein. Nö, ach, erzähl nicht sowas. So, warte mal. Der wird hier... Den schalte ich erstmal. Was machst du denn? Hör zu, Männer. Ich bin ziemlich sicher, dass das Gerücht, dass Batman Menschenblut trinkt, Unsinn ist. Glaube ich zumindest. Oh, da ist er. Steht. Und steht. Und ist weg. Oh, oh. Da kommt einer. Schnell hoch. Hier, Mann. Ach, Typ, jetzt, Mann. Keine Sorge, Jungs. Er ist wie du und ich. Nur durchgeknallter. Wenn es einer verdient hat, eingebunden zu werden, dann er. Dann er? Lol. Genau. Vor allen Dingen er. Sagt der Richtige. Nase, ey. So. Hier unten ist er. Wir haben es unter Kontrolle. Na, kommt die Treppe hoch? Die Treppe hoch oder auch nicht. Macht schon, Jungs, holt die Fledermaus mit den anderen von uns runter. What the fuck? Scheiße! Hat er mich doch noch gesehen? Mist! Verdammte. Puh, du hast schon wieder gewonnen, Bats! Ja. Jesus, ich krieg dich das nächste Mal. Weil ich's kann. Warte mal, haben wir hier oben noch was? Hier haben wir noch so ein Ding zum Hacken. Okay, aber ich kann's im Moment noch nicht hacken. Also werden wir uns jetzt erstmal nach drüben machen. Okay. Wie komme ich da jetzt rüber? So vielleicht? Nee. Ah, so. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Oh, das scheint er wohl zu sein. Tja, Dead End. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es, Edward Nigma, oh, der Riddler. Nee. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Das ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Du hast es also geschafft? Easy. Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Ah, okay. Ich, Edward Nigma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt.
Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. 240 Rätsel. Oh, fuck. Na toll. Gefunden. Oh nee, ey, wisst ihr, 240 Rätsel. Hier drüben. Oi. Na gut, Tag. Na dann. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ja, so sieht's aus. Fliehe aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Okay, na dann. So, Riddler-Trophäe. Was? Sache, ich komme hier nicht ran. Okay. Ich brauche das Explosivgel. Gut, aber das kann ich wieder noch beschaffen. Das werde ich auch noch kriegen. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab das ausgelassen. Wollen wir nicht hören? Wir wollen an die Oberfläche. So, auf geht's. Dann gucken wir mal, was wir an der Oberfläche alles Schönes machen können. Hier Pflanzen, Efeu. Oh. Frische Luft. Juhu. Frische Luft. Frische Luft. Oh. Was ist denn da los? Oh, da gibt's Luft. Na Hallöchen. Oh, da ist der Wayne Tower im Hintergrund. Ziel erreicht. Okay, wir sind an der Oberfläche. So, was haben wir denn hier? Arkham Villa. Botanische Gärten. Okay, also es hat doch ein bisschen Open World ist schon mit bei. Ist jetzt nicht riesig, aber immerhin. So, was haben wir hier? Ein paar Gefangene. Hat er eine Knarre in der Hand? Die hat eine Knarre in der Hand. Haben die auch Knarren in der Hand? Die haben alle Knarren in der Hand. Wieso haben die alle Knarren in der Hand? Was geht denn hier ab? Was zur Hölle ist denn hier los? Okay. So, jetzt? Rette Commissioner Gordon. Na schön. Und wie rette ich jetzt Commissioner Gordon? Keiner weiß es so wirklich. Harley hat mir erzählt. Was? Im Security. Ich bin immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergarten ist hier, der nicht gerade Partybefehle ausführt.
mein Tonband. Das Objekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychocharakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Tja, der... hingehen und alles zu brechen. Kann auf jeden Fall nicht geheilt. Was ist denn jetzt? Batmobil-Sensor. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Hä? Okay. Oh, jetzt sieht man mal den Rest der Karte. Was haben wir denn hier alles? Medizinische Abteilung, Zuchthaus. Aha. Beschütze das Batmobil. Na dann. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Na? Schauen wir mal. Was haben wir hier? Botanischer Garten. Komme ich da rein? Oh. Da kann ich ja reingehen. Wer zum... Niemand, alles gut. Schauen wir erstmal, was denn hier so abgeht. Wenn hier denn was abgeht. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Hallo? Batman! Du hast mir Angst gemacht. Sie haben Glück, dass ich keiner von Jokers Männern bin. Bleiben Sie hier und passen Sie auf. Ja, mach ich. Okay, hier ist schon wieder so ein Teil. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Sieht nicht so aus. Na gut. Gucken wir mal weiter. Gehen wir mal zum Auto. Ha? Gehen wir mal zum Batmobil. Das Erbe der Insel wurde gründlich... Was? Nochmal. Tauche in die Psyche der Patienten von Arkham ein. Oh, hier. Das Erbe... Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Okay. Friedhof wahrscheinlich, ja? Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Amadeus Arkham. Amadeus Arkham ist der Gründer der Elizabeth Arkham Anstalt, einer psychiatrischen Anstalt für geisteskranke Kriminelle. Die Anstalt ist nach Amadeus Arkhams Mutter benannt, die er im Zuge einer psychiatrischen Behandlung tötete, um sie zu heilen. Was? Amadeus errichtete die Anstalt auf dem Gelände des alten Familiensitzes am Stadtrand von Gotham und behandelte den ersten Patienten selbst, Martin Mad Dog Hawkins, den Mörder seiner Frau und Tochter. Okay. Nachdem er Hawkins einer tödlichen Elektroschockbehandlung unterzogen hatte, verlor Amadeus vollends den Verstand und wurde in seine eigene Anstalt eingewiesen. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Gut, hier gibt es noch ein paar Rätsel. Was haben wir hier noch? Gothams großartige Familie. Gothams großartigste Familie. Überragt die Stadt. Okay. Das, denke ich, wird der Wayne Tower sein. Schauen wir mal. Was war das letzte Rätsel?
Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Hä? Okay. Gut, da war nix. Jetzt gucken wir mal. Finden wir, kriegen wir den Blick auf den Arkham Tower? Aufsicht, bitte kommen! Batman ist hier! Ich wiederhole, Batman ist auf dem Gelände der Villa! Na, oh mein Gott! Du Nase! Komme ich hier irgendwie hin? Oh, da haben wir eine Riddler-Trophäe. Oh, ob das so gut war? Nö, war nicht gut. Hilft mir gerade auch nicht weiter. Okay. Gut. So, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir werden uns hier in der nächsten Folge mal noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir da noch ein paar Rätsel, beziehungsweise noch irgendwas anderes. Ne, hier gibt es ja einiges zu entdecken. So wie ich das hier gerade sehe. Und dann schauen wir mal. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und wir sehen uns. Lasst mal einen Daumen da und einen Comment drunter. Bis dahin. Und tschüss.